Hallo und herzlich willkommen zurück zu Serenity spielt Dark Tales, The Bells, die Glocke, ne? Und mir ist aufgefallen, ich habe einen Fehler in der Anmoderation in der ersten Folge gemacht, weil ich dachte, dass ich die Demo zu The Bells bereits released hätte. Aber nein, es war The Devil in the Belfry. Also die Demo kommt im Oktober, ne? ups. Naja, fällt ja nicht auf. Stört bestimmt niemanden. Wir waren dabei, in die Bar zu gehen, also gut. Schauen wir mal, was sich herumtreibt. Oh, Detective! Welcome to our bar. Did you happen to find my glove? Keine Ahnung. Hab ich? Scheinbar. I lost all the valuable jewelry I was supposed to deliver to my boss. I knew the players wouldn't play without music, but I was so angry that I broke the gramophone. Please, return the jewelry. Then I'll tell you everything you want to know. Okay, a favor for a favor, aber das hab ich nicht. Ich brauche den Ring und ich brauche auch das, was da unten liegt. Aber erstmal klaue ich den Schraubendreher. Gut, von dir brauche ich gerade nichts. I remember how you always won when we played cards. But these are professional players. We need to do our best, because we can't afford to lose. I'm afraid that I can't help you. But take this. It will bring you good luck. Professional card players? Wovon redest du, du Paar? Ich hab mit dem noch gar nicht gesprochen. Do you want to play? Keine Ahnung, will ich? You see, I only play to music, and this damn gramophone broke my favorite record again. Aha. Ey, gib mir die kaputte Schallplatte und gib mir den Elchenschlägel. Okay, ich krieg mal die Katze von ihr. Keine Ahnung. Also hier soll ich die Schallplatte draufbauen. Die Schallplatte hatten wir schon mal zum Aufbau. Die war, glaube ich, aus Lygia. Die hatten wir schon mal zum Zusammenbauen. Nein, ich möchte, dass du dahin gehst. Also das sind jetzt wieder so repetitive Elemente, sag ich mal. Da bin ich auch nicht wirklich böse darum. Ich meine, man kann das Rad nicht dauernd neu erfinden. Und wenn man schon mal ein Preset hat, dann kann man es ja auch verwenden. Die Platte ist zerbrochen, ich brauche etwas, um es zusammenzukleben. Joa, meinen Leim habe ich leider nicht. Nadel installieren, um Musik anzuhören. Kann ich hier noch irgendwas aufgrabbeln? Nee. Ich will das da oben anklicken, aber... Also ich glaube, ich habe hier nichts zum Einsammeln, wenn ich das richtig sehe. Okay, hier ist wirklich nichts. Hurry! We need to return the jewelry! Kleble... Oh Gott. Ich habe einen Tag nicht gespielt, ich habe schon wieder alles vergessen. Wie gut, dass ich hier wimmeln muss. 12 Münzen. Joa, das kriege ich irgendwie hin. Ein spezielles Werkzeug würde mir hier helfen. Nein. Lösungsmittel. Okay. Wie viele habe ich jetzt noch? Eine fehlt noch, ne? Da. Ich habe irgendeine Auszeichnung, fragt mich nicht. Der fährt uns nur irgendwo hin. Jetzt ist hier aber auf. Jetzt habe ich hier Münzen. Oh Gott, was muss ich hier denn noch machen? Da ist das Kleber, da gehört das rein. Und ich habe im Übrigen nachgesehen. Also das hier, was da steht, das ist nicht aus The Bells. Es kam mir deshalb auch wahrscheinlich nicht bekannt vor, weil ich The Bells ja gelesen hatte. Also es ist auch keine deutsche Übersetzung. Es ist praktisch, ich sage mal, eine freie Interpretation des Originaltextes. Mehr ist das wahrscheinlich auch wirklich nicht. Da fehlt der Wandhalter. Okay, muss ich hier wieder zurück. Ich habe die Schallplatte. Aber ich hab weder die Nadel noch die Kurbel. Jetzt habe ich hier Münzen. Who broke my favorite record? Was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Mit wem kann ich hier denn feilschen? Wen kann ich denn bestechen? Where do you want to go, Detective? Erstmal irgendwo hin, danke. Aber hier auf der Straße kann ich noch irgendwas tun. Ah. Hier fehlt der Tannenbaum noch. Was habe ich denn da jetzt noch? Eine Flosse. Ein Schraubendreher. Okay.
Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Ich brauche mal den Tipp, ich muss hier rein. Oh shit, der Fisch, den habe ich nicht gesehen. Danke, der Kerzenhalter. Also, ich habe die Flosse, aber ich habe deine Schuppe nicht. Aber das macht wahrscheinlich erstmal nichts. So, zurück, da rein, dorthin. Ich übersehe manchmal einfach nur Sachen. Fischschuppen! Die Nadel und ein kleiner Fisch. Also hier ist die Nadel. Jetzt. So, anschrauben. Kurbel. What a wonderful sound! La la la! That's music to my ears. Now we can play the game. You just need to place your bet. Das heißt, du kannst nur spielen, wenn du Musik hörst. Ich verstehe schon. Also gut, wie schmeißen wir was dahin? Such und wähle Kartenpaare aus, die zueinander passen. Drücke zwei Karten, um sie umzudrehen. Okay, wir machen nochmal auf erneut. Warte, wir machen nochmal leicht. Wir machen nochmal. Dann stellen wir nochmal gleich auf schwer um. Kartenpaare, die zueinander passen. Also Wasser, Eis, Teufel und Engel. Jetzt habe ich nämlich leider nicht aufgepasst. Apfel und toter Baum. Was habe ich hier? Pfeil. Ich habe mir halt echt nicht alles gemerkt, ne? Pfeil und Schwert? Nee. Kompass, Stern und Schild. Schwert und Schild? Scheiße. Mond. Und Sonne? Da wäre das Schild gewesen. Okay, was habe ich hier? Korkenzieher und ein Pferd. Ein Schiff. Und ein Hufeisen. Anker und Schiff. Und die zwei dann noch. Not bad, not bad. Well, choose your prize. Naja, ich habe ja keine andere Wahl. Du gibst mir ja einfach was du da willst, ne? Okay, ich kriege also immer noch nicht die Katze, die hier liegt. Und ich brauche mehr Geld, um mit ihm zu spielen. Also gut. Okay, das dient mir nur als Hinweis. Thank you so much. Well, we recently made a deal with Donald. And I brought him a chemical. I don't know why he needs it, but it's incredibly toxic. He kept talking about some bridge. That's what fell from Donald's pocket last time he was here. It looks like an address. Take it. Excellent. Let's get moving. I'll go after the crew. Meet me on the street. Okay. Where do you want to go? Yep, hierhin. Okay, okay. Horsi möchte jetzt von hier nach da. Richtig? Ich hab's das letzte Mal echt nicht gesehen. Ich dachte, ich muss hier oben irgendwo hin. Okay, Horsi, du willst irgendwo hin. Horsi braucht noch Weg nach hier hin. Braucht noch Horsi geradeaus. Okay, wo ist das Pferd jetzt hier? Und es geht nur hier weiter, sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, es geht mir hier. Aber hier ist ein Stein, da ist eine Kiste. Also ich muss hier mit dem Pferd. Okay. Und jetzt. Das hat irgendwie das gerade nicht funktioniert. Ich brauche das. Ich hätte gerne das da. Also irgendwie hat das gerade nicht richtig reagiert hier bei mir. Okay, jetzt geradeaus einfach nur. Das wird nicht so einfach gehen. Ich werde wahrscheinlich keine haben, die geradeaus gehen. Sondern werde hier wild drumherum laufen müssen. Das muss ich erstmal schauen. Also so kommt das Pferd schon mal nach oben. Da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang. Jetzt brauche ich hier aber noch ein anderes. Theoretisch bräuchte ich das hier da oben, ne? Okay, warte. Immer
immer das obere. Okay, jetzt stehen wir hier. We'll see who has the last laugh. Donald ist offensichtlich nicht gekommen, um schwimmen zu gehen. Ja, ist er gekommen, die ganze Stadt zu vergiften? Weil er einen einzelnen Mann treffen will? Ich muss die fehlenden Teile finden, um das zu öffnen. We're finally close to the criminal. We need to stop him fast. Ja, das sind die zwei Katzenfiguren. Eine davon wissen wir ja, wo die ist. Die will der Typ mit uns spielen. Ich habe 7 von 12. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Die Glocke in rostigen Zellen für die Gerechten und die Gesetzlosen hallt es schrecklich zurück, dass das Herz schwer sein wird und die Augen geschlossen werden. Die Trauerfackel lodert, rief jemand aus dem Glockenturm. Jemand in Dunkelheit gehüllt steht da und lacht und brüllt und summt, summt, summt. Schwingende, laute Glocke weint und stöhnt in der sprachlosen Luft, macht ihre unermüdliche Ankündigung des Grabschlafes hörbar. Das ist eine freie Interpretation des Gedichtes. Das ist keine richtige Übersetzung von dem Gedicht. Okay, tröten wir die Möwe an. Funktioniert bei Krähen, funktioniert bei allen Vögeln. Ich brauche einen richtigen Vogel. Oder einen falschen Vogel. Hier muss ich die Eule fertig malen. Halskette, Pferd. Okay, ich habe einen Nagel. Wo haben wir den Nagel rein? Eine Eule. Ritze ich damit die Eule fertig, ja. Okay, Brosche, Kugel, Zug, Halskette, Pferd. Daraus falte ich ein Origami, das ist der Kranich. Ich habe tatsächlich 2 von diesen Origami-Kranichen hier stehen, ne? Die ich nicht selber gemacht habe. Okay, Halskette. Ich brauche noch eine Halskette. Okay. Und die Brosche, die hier so schön glitzert und glimmert und funkelt. Wir haben den Baum. Wir haben den Baum. Okay, auf geht's so. Wo war der Baum? Der Baum war hier. Möwenfliese. Ich nehme nicht die Feueraxt, nein, ich nehme die Möwenfliese. Was habe ich jetzt? Blumenmarke. Die gehörten die hier rein irgendwo? War hier nicht noch irgendwas? Also hier gehört die Eule rein. Ach, wo gehört die Marke schon wieder hin? That's all I know. Er will Geld zum Spielen. Okay, Blumenmarke. Ah, irgendwie die Speichel lockern. Das Pferd möchte gesattelt werden. Hier habe ich 1 von 4. Gib mir mal die Karte. Okay, schön. Ich habe nur hier irgendwas zu tun. Was habe ich schon wieder nicht gesehen? Du Paar? Donald plans to poison the river. We've got to stop him. Okay, ich weiß, hier fehlt irgendwas, aber... Ha. Ja, ich muss das hier irgendwie lockern, aber ich habe 2 von 2 Blumenmarken. Wo gehören die? Habe ich natürlich als einziges wieder nicht angeklickt, ne? Wow. Torfliese und die Eule. Ich habe das voll nicht gesehen.
Okay, noch eine Möbelfliese, 3 von 4. Zaumzeug für das Pony haben wir jetzt auch. Letzte Torfliese, also gut rein damit. Jetzt kommt ein grässliches Himmelbild. Nee. Ach du Schande. Also beinahe. Ganz beinahe. Ja. Ich glaube, ich muss hier alles eins weiter, ne? Nein, wäre auf der Seite wohl schon richtig gewesen. Jetzt muss ich noch. Ich muss erstmal versuchen, dieses Knödel hier unten richtig anzuordnen. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ist. Nee, so ist das definitiv nicht richtig. Also gut, das dahin. Das dahin und die zwei tauschen. Das da muss nach links, das andere muss nach rechts. Okay. Hier hin. Dahin. Dorthin. Dahin. Nein. Warum gehören diese Möwen? Die hätten doch nach oben gehört, oder nicht? Schon nach oben. Von links nach rechts, oder? Ja, das muss ich unten dieses komische Wellengebirge zusammenbauen. Ich habe irgendwas mal falsch gemacht. Ich glaube, ich habe hier die Möwen komisch hingeklickt. Ich habe die Möwen, glaube ich, gerade auf den Kopf gedreht gehabt oder so. No. You won't stop me from avenging my poor daughter. Where were you before, when all I wanted was justice? Now, it's too late. Go away, or I'll make you regret it. Super duper, als Rettung. I blocked the draining hose, but if we don't turn the pump off, it could explode and poison the river. Okay. Kann ich erstmal bei ihm wühlen? Das ist kein Schlüssel. Das ist ein Stück Draht, Junge. Es ist ein Stück fucking Draht. Musterfliese. Noch 6 Glockenschläge, bevor das Rathaus brennt? Was? Ich glaube, da ist ein bisschen was wieder schiefgelaufen bei der Lokalisation. Was ist denn da los in diesem Dark Tales? Das ist doch nicht wahr. Also ich bin sowas nur von Grippers Heart gewohnt, aber... gut. Nehmen wir das alles hin. Ich glaube, ich spiele das nächste Mal echt das englische Original, ne? Du möchtest einen Hut, aber ich bekomme zumindest schon mal Geld. Ich kenne dieses Spiel aus The Worlds Align. Das kommt im Oktober. Glaube ich. Ah nein, das ist die einfachere Variante, glaube ich. Oder die weniger nervige zumindest. Also gut. Wir haben Geld. Hey, du spielst du nochmal mit mir? Ich brauche die Katze da, ne? Okay, Apfel, Hufeisen, Dingens, Schiff. Ach, scheiße. Pfeile. Schwert. Engel. Verdammt. War der hier? Feuer. Nee, das war Feuer. Scheiße. Wenn ich genügend hintereinander, glaube ich, richtig habe, schiebt er die Karten nicht hin und her. War das richtig? Nein. Boah, ich und Memory, ne? Pfeile? Feuer? Und die zwei. Oh, ich hab irgendwie was geschafft. Keine Ahnung. Katze. What a wonderful sound. Okay, du bist fertig, du bist fertig. Von euch brauche ich nichts mehr.
Wow, ich habe jetzt eine von zwei Katzen. Das hilft mir ja enorm viel weiter. Ich gehe aber nach hier unten. We need. Da ist die zweite Katze. Ich habe doch gewusst, ich habe schon wieder irgendwas nicht gesehen. Speichenschlüssel. Okay, zwei Katzen, die sind voll schön. Okay, die nächste Musterfliese. Noch drei Glockenschläge, bevor der Fluss vergiftet wird. Okay, wo kommen die zwei Segelboote hin? Hier hin. Musterfliese. Ich habe die Fische immer noch nicht. Da hinten ist noch. Da ist noch die Krabbe. Du möchtest eine Art Hut, wie eine Art Muschel haben wahrscheinlich, ne? Kopfbedeckung. Genau. So, setz die mal auf. Danke. Okay. Jaha. Ich bin doch gerade dabei, meine Güte. Wir spielen auch schwer, oh Gott. Was habe ich mir angetan? Das wird immer besser. Ich gebe zu, ich krieg's einfach nicht hin auf. Ich krieg's einfach nicht hin auf schwer. Es wird immer besser. Ich krieg's einfach nicht hin auf schwer. Ich will es auch nicht erneut machen. Ich will jetzt auch nicht wieder alles hier im Kreis rumschieben, weil ich dann nachher beim selben Problem ankommen werde. Ich klicke auf Lösen. Sentenced to 8 years in a high-security prison for kidnapping, arson, and attempted poisoning. Jeffrey Lehman was sentenced to 1.5 years in a medium-security prison for fraud. Albert McLean hasn't recovered and is still being treated at the asylum. Martha Smith continues her work as a journalist to expose the most mysterious cases. Okay, das war praktisch das Endgame. Das habe ich aber mehr oder weniger erwartet. Das ging jetzt dann doch noch recht schnell. Ich hatte das gestern doch noch echt fertig aufnehmen können, okay. Das war also das Hauptspiel von Dark Tales, Edgar Allan Poes, Die Glocken in der Sammleredition. Ich habe, glaube ich, die Hälfte an allen Sachen übersehen, die ich hätte einsammeln können. Ich klicke jetzt hier mal, wir spielen gleich, ja, wir spielen jetzt gleich das Bonuskapitel. Die Folge ist jetzt allerdings erstmal zu Ende, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Bonuskapitel.